Idioten. Tja. Fuck. Also entweder gehen wir jetzt gucken oder wir gehen in eine komplett andere Richtung. Ich glaube, hier bleiben hat jetzt nicht so viel. Ja, das Problem ist halt bloß, hier ist überall offenes Feld. Ich wollte gerade sagen, da nach Norden, da können wir nicht. Hier in die Richtung. Ja, rechts war ja noch eine Scheune. Da haben wir gar keine Deckung. Ich glaube, bis wir da sind, wir sollten wenn da dann hinter diesem Knüppel. Muss das überhaupt im Westen? Seht ihr von hier ist irgendwas? Ich kann in der Ferne. Hier im Westen ist eine Scheune. Den Landweg entlang. Aber da ist auch sonst nichts. Also ich vielleicht sind die ja schon abgehauen. Ich meine, vielleicht sind die auch schon längst wieder in der Stadt. Vielleicht kümmern die sich gar nicht mehr. Vielleicht liegen die Leichen da irgendwo rum, ich weiß es nicht. Aber, ey, ich meine, wir können die doch nicht einfach so liegen lassen. Jetzt. Lange rumdiskutieren bringt auch nichts. Weil wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Ich wäre dafür, wir stimmen ab. Okay, was steht denn zur Option? Ja, entweder gucken, entweder gehen ob die wir noch hin leben oder komplett weg. Es gibt insgesamt drei Optionen. Entweder wir gehen hin, schauen, ob noch einer von denen lebt, oder wir gehen weg, oder wir bleiben nochmal kurz hier und warten. Wobei warten an sich nicht raus. Was bringt. Wer soll uns denn wissen ja nicht, wo wir genau sind. Jorik oder so. Hier wird was hier passieren wird, dass wir irgendwann verhungern. Ja, oder Mike wird uns wegsterben, der stöhnt hier. Die sind leer, darum liegen sie hier. Aber ich kann dir was droppen, Leute. Ich hab hier noch 10 Spaghetti. Wir können dann dahinter in Richtung Scheune weiter. Gut. Also dann. Okay. Sollen wir abstimmen? Ja, ist wohl das Beste. Wer will zurück? Was heißt zurück? Nachgucken? Ja. Nachgucken. Also ich wäre dafür, wer jetzt zurück will, hebt die Hand. Also aber nur gucken, ich würde auf jeden Fall beim ersten Kontakt. Nur gucken, mein Gott, ich werde doch manchmal mein Leben riskieren, aber ich nehme die Sache, die anderen beiden einfach verdient. Okay. Wir müssen zurück. Ich meine, Brat, du kannst auch hier bleiben, dann kommen wir irgendwann wieder zurück. Nein, wenn, dann gehen wir alle. Alles okay. Klar. Wir sollten uns vielleicht in einer anderen Richtung aus. Ich muss mal eben noch diese Spaghetti essen, wenn ich sie wieder falle. Alles klar. Ja, danke dir. So, 2 Dosen habe ich jetzt noch. Hier, wir brauchen auf jeden Fall was zu essen. Wir müssen eigentlich in diese Stadt rein. Ja, oder halt komplett nach Norden, wo wir noch nicht waren. Wir haben abgestimmt. Wir gucken zumindest nach. Ja. Das schulden wir ihnen. Komm. Also, alle bereit? Ich bin bereit. Da ist irgendwas zu sehen, bei bloß vor sich. Zum Fernglas wäre jetzt gehen wir wieder über den... Versuchen wir es hier über die Seiten oder gehen wir in unseren Wald, wo wir herkommen? Ich glaube, die erwarten uns schon dort. Also ich wäre dafür, wir gehen von der anderen Seite. Da links zu dem Wald? Links rum oder rechts rum? Ich würde sagen rechts rum. Aber rechts ist halt rechts irgendwie rum. Genau gar nicht. So oder so, ich glaube zu diesen Bäumen direkt vor uns, da müssen wir so oder so lang. Ach, oder? Da können wir hin. So, auf jeden Fall ein Auge auf den Wald da links haben. Ich kann
das immer noch nicht realisieren, wie schnell das geht. Ach, Mann, wir waren sogar gewarnt. Theoretisch ist eigentlich auch, das ist Preissporn, keine Ahnung. Mal schauen, ob er überlebt hat. Ich hab nur das Mündungsfeuer gesehen. Mich würde aber mal interessieren. Mich würde einfach nur interessieren, was mit Boon passiert ist. Den habe ich auch, der war doch. Wenn wir Glück haben, ist er einfach in die andere Richtung gerannt, da nach Stadt rechts vorbei. Er ist mit Jorek mitgegangen. Nicht da vorne ist jetzt der Wald, wo wir herkommen. Noch, dass ich nicht. Wir sollten uns auf jeden Fall weit auffächern. Ja, aber sollten wir in den Wald oder sollten wir rechts gehen? Aber ich meine, wenn wir die finden wollen, müssen wir auf jeden Fall in den Wald, weil sonst müssen wir ja durch die Stadt laufen. Ist natürlich die Frage, ob sie auch so lange auf uns warten. Das glaube ich nicht. Die haben doch schon dicke Gebeute gemacht, falls sie die beiden erwischt haben. Und die haben die Stadt durchsucht. Und ich denke bestimmt, wir haben das weitergesucht. Also ich denke, zu den Bäumen können wir gehen. Dann gehen wir da auch hin. Speichert euch auf, nicht zu eng zusammenbleiben. Die Stadt war irgendwo hier vorne rechts, oder? Ja, da ist die Straße. Ja, hier scheint sehr ruhig zu sein. Auf der Straße sehe ich nichts. Da vorne ist wieder Mauer, da können wir gucken. Ja. Oh, ist mir schlecht. Echt, nicht gekürzt. Kein Problem. Ich kann dir auch noch Blut spritzen, ich weiß halt nur nicht, welcher Blutgruppe du... Wir sollten noch auf den Hügel im Wald warten. Das weiß ich leider auch. Ich habe auf jeden Fall noch ein Blutkit und eine Spritze. Ja, aber was, wir haben ja nicht, wir wissen die Blutgruppe nicht. Den Bluttest, den hatte ja das Jotik dabei. Ja, wenn er Glück hat, hat er... Null. Hatte der wirklich alle? Das riskiere ich jetzt aber nicht. Okay, einer von uns muss nach da vorne rennen und ich werde, wenn das alles klar ist, dann winkt er, würde ich sagen. Ich könnte also, wenn ich jetzt nach vorne. Wenn keiner... Ah, nicht mal so viel? Wo
Also Jungs, wo ist Vlad? Vlad ist weg. Der war ganz rechts. Wo ist denn jetzt Vlad? War der fünfte. Also, ich höre ihn. Oh. Da, er ist ganz links. Links am Wald. Da hinten, ist er das? Hinter dir, Vlad, sind wir. Alter. Der neue Wu hier. Also, ich gehe nach vorne und guck. Okay. Okay. Isaac. Guter Mann. Wie gesagt, wenn alles gut ist, dann winkst du. Okay? Und wenn nicht, dann werden wir es schon merken. Dann rennst du und dann hauen wir ab. Alles. Ich guck mal, ein bisschen weiter links. Klar. Ja. Dich. Mein Gott, wir haben von heißen Duschen gesprochen. Ja, Betten. Ich gucke kurz ein bisschen weiter, ich komme gleich wieder. Also hier am anderen Wald ist auf jeden Fall nichts mehr, wo die eben herkam. Ist hier gerade irgendwer? Ich sehe ihn gar nicht. Er wird hinter diesem großen Busch sein, bei der Straße. Da habe ich ihn aus den Augen verloren. Hallo, komm schon, zeig dich. Ich sehe da wen. Da steht, wer winkt, er winkt, er winkt. Alles klar, los. Warte. Das ist auf jeden Fall auch da rechts die Stadt im Norden. Ja, das Blatt liegt da. Das rechte Ende. Ist alles klar? Sicher soweit. Ja, das haben wir an dieser Stelle schon mal gesagt. Okay, also da. Ja, der erste Teil. Okay, dann würde ich sagen, vorsichtig weiter an den Baumrändern entlang. Sie haben uns ja irgendwo auf der rechten Seite erwischt. Das geschafft. Also die ich gesehen habe, waren auf der linken Seite. Also sie waren auf der linken Seite, aber Yorick müsste auf der rechten Seite gelegen haben. Ja. Der, er war auf der rechten Seite. Mich wundert es ja, dass die mich noch einmal getroffen haben. Ich war direkt neben ihr. Hast du Schutzengel? Ja. Ich hoffe die anderen auch. Okay, ist der Stadteingang. Also war das schon hier irgendwo, oder? Da vorne, ich sehe ihn. Die guck Leiche. Mal auf der rechten. Die Leiche ist hier genau zwischen den beiden Bäumen. Gleich. Ich denke nicht, dass er da noch liegt. Er kann auch nur so da liegen. Ich ja, geh mal gucken. Warum sollte der bloß so da liegen? Was sagt denn die Stadt da rechts? Das wäre... Nein.